Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Sitzung unseres Zukunftslabors hier im Hamburger Planetarium heute Abend an diesem denkwürdigen Dienstag Anfang Dezember, wo nahezu zeitgleich in Nürnberg die Bundesregierung in Person von Angela Merkel die Leitlinien des deutschen Digitalpaktes vorstellt. Nach dem Gang in den digitalen Maschinenraum der künstlichen Intelligenz, der sich hier vor 4 Wochen auch als Schauplatz des digitalen Wettrennens zwischen den KI-Supermächten China und USA erwiesen hat, und nach der großen Lagebesprechung zum Ende des amerikanischen Zeitalters mit Herfried Münkler in der vergangenen Woche, wollen wir nun heute Abend in das Zukunftsfeld einsteigen, das wie kein anderes geradezu paradigmatisch für den Begriff Zukunft steht. Denn spätestens seit der Mondlandung im Jahre 1969, also vor knapp 50 Jahren, kann ja das Feld Weltraumfahrt als Ikone von Zukunftsvision überhaupt gelten. Aber auch auf diesem Feld heute Abend werden wir zum dritten Mal die Vokabel, das Zauberwort treffen, was uns bisher begleitet hat, nämlich die ominöse Formel Disruption. Vielleicht kann man sagen, dass der Mindset und das ABC der kalifornischen Tech-Revolution nirgends so konkret und so plastisch wird wie eben auf dem Feld der Weltraumfahrt. Tatsächlich liest sich die Idee und die Geschichte eines Weltraumfahrt-Start-up-Unternehmens wie SpaceX, um das es heute Abend gehen wird, wie ein Steckbrief der kalifornischen Zukunftsideologie überhaupt. Da ist der Wille, der radikale Wille zum Neudenken und Andersmachen überhaupt, der sich in Vokabeln wie you can do what you can't ausdrückt. Da ist die Ideologie, für die es keine Probleme gibt, sondern nur Lösungen. Und da ist der Imperativ der totalen Entgrenzung und Entfesselung im Zeichen von Think Big, von No Limits und eben Moonshot, der als Codewort für die Mind oder Masterminds im Silicon Valley gelten kann. Und natürlich die totale Bereitschaft zur Hingabe an das Projekt im Zeichen der Formel 24/7. Und all dies ist geradezu emblematisch verkörpert, fließt zusammen in einer Pionier- und Unternehmergestalt wie eben des sagenhaften, mittlerweile sagenhaften Elon Musk, der wie kein anderer mittlerweile ja als Unternehmer und als Pionier zur Kultgestalt oder soll man sogar sagen zur Popgestalt avanciert ist. Und es ist nun für uns eine wunderbare Fügung, dass wir für genau diese Zukunftsexkursion heute Abend in den Maschinenraum der kalifornischen Weltraumrevolution, dass wir für diese Exkursion mit Sibylle Anderl, eine Wissenschaftlerin, haben gewinnen können, die als promovierte Astrophysikerin und als Astronomin und als magistrierte Philosophin natürlich fachlich in diesen Feldern zu Hause ist, die aber dazu und darüber hinaus als Autorin und als Journalistin, aber auch als Diskurspädagogin und sogar als Diskurskünstlerin seit Jahren wie kaum jemand mit frechen, mutigen Formen des Experimentierens, mit neuen Formen der Wissenschaftskommunikation, der Übersetzung von Wissenschaft ins Laienpublikum befasst ist. Ihr Blog, Plankton Blog, wurde 2012 zum Wissenschaftsblog des Jahres gekürt und dieser Blog bildete gewissermaßen das Sprungbrett in die FAZ, wo Sibylle Anderl seit 2017 als festes Mitglied im Feuilleton, aber auch als Wissenschaftsredakteurin arbeitet. Ihr im selben Jahr, also 2017, erschienenes Buch „Das Universum und ich“ ist mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt. Und ich persönlich erinnere mich noch ganz besonders gerne an einen Moment im Juni, wo ich eben Sibylle Anderl in Köln auf der Phil Cologne erleben durfte, wo sie mit dem deutschen Weltraumastronauten Gerhard Thiele wunderbare 2 Stunden auf der Bühne in einen Dialog des Nachdenkens über das Universum wirklich das ganze Publikum verzaubert hat. Ich glaube, wenn Sie Glück haben, finden Sie dieses Gespräch mit Gerhard Thiele, Sibylle Anderl, Gerhard Thiele, Phil Cologne 2018 noch in der Mediathek im Netz. Liebe Sibylle Anderl, herzlich willkommen hier im Planetarium Hamburg. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um heute Abend zu uns zu sprechen. Sie werden 1 Stunde etwa sprechen. Danach wird es wie immer ein oder zwei Saalmikrofone geben, um Ihnen Gelegenheit zu fragen und Antworten zu geben. Und danach wird dann in etwa 1,5, 2 Stunden Schluss sein. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf den Vortrag.
So, guten Abend. Vielen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und über so ein spannendes Thema reden zu dürfen. Ich bin, ja, wie Sie gehört haben, Astrophysikerin und auch Philosophin. Insofern ist Raumfahrt nicht meine Kernexpertise, aber natürlich als Astrophysikerin ist es etwas, was mich sehr lange und sehr viel begleitet hat. Und ich glaube, mit SpaceX und den aktuellen neuen Entwicklungen haben wir hier heute Abend ein Thema, das ja sehr, sehr viel Neues und sehr viel Aufregendes zu bieten hat. Es wurde gerade schon erwähnt, im nächsten Jahr 2019 feiern wir das 50-jährige Jubiläum der ersten Mondlandung, Apollo 11. Und wenn man die heutige Weltraumindustrie verstehen möchte, dann kommt man nicht darum herum, zurückzugehen zu den Anfängen der Raumfahrt, die mit Apollo 11 natürlich ein absolutes Highlight zu bieten hatte, das uns und unser menschlichen Selbstverständnis vollkommen verändert und ja auch erschüttert hat. Sehr schön zum Ausdruck gebracht hat, dass Hans Blumenberg, der Philosoph, der dieses aufrüttelnde Erlebnis tatsächlich beschrieben hat und es so gefasst hat, schon die gegebene Möglichkeit, die Erde zu verlassen, ohne den Tod zu durchschreiten, übertrifft die kühnsten Erwartungen jeder Spiritualität. Also die Aufhebung unserer Fesselungen an das Irdische, wie er es auch genannt hat, das ist erstmal etwas, was unser menschliches Selbstverständnis in einen völlig neuen Rahmen gesetzt hat und bis heute sehr starken Einfluss hat. Und dieser Einfluss ist auch deshalb so stark, weil er mit sehr, sehr starken Bildern verbunden ist. Diese Bilder können wir uns vielleicht kurz nochmal zusammen angucken. Das ist die Übertragung von Apollo 11, als Neil Armstrong aus der Landekapsel auf den Mond gestiegen ist. Das ist eine bearbeitete Version, bearbeitet von der NASA. Die Qualität ist ein bisschen verbessert. Ich habe das leider damals nicht miterlebt. Ich bin dafür zu jung. Ich habe schon gerade im Publikum gesehen, es sind viele junge Gesichter heute hier. Also insofern sind wahrscheinlich die, die das selber live miterlebt haben, vielleicht sogar in der Minderheit. Aber wenn wir nachher noch Gelegenheit haben, miteinander zu reden, würde mich das einfach interessieren. Vielleicht mögen ja manche ein bisschen ihre Erfahrungen aus der Nacht berichten, wie es ihnen dabei ergangen ist. Also es muss natürlich ein unglaublich ergreifendes Erlebnis gewesen sein. Und wenn wir das heute noch sehen, denke ich, das ist schon eine Art von Gänsehautmoment, zumal es heutzutage auch vollkommen unglaublich wirkt, wie man damals mit der damaligen Technik so eine Aufgabe realisieren konnte. Die Landekapsel hatte einen Computer an Bord, der weniger Leistung hatte als die meisten Waschmaschinen, die wir heute benutzen. Trotzdem haben sie das Ding erfolgreich gelandet. Bei Apollo 11 erste Spaziergänge unternommen. Und Apollo 11 war die erste Mission von sechs bemannten Mondmissionen, Apollo 11 bis Apollo 17. Bei der ersten Mission Apollo 11, das war eine sogenannte G-Mission, da ging es erstmal nur darum, einfach auf dem Mond zu landen. Damit war der Erfolg schon da. Bei der nächsten Mission Apollo 12 als H-Mission ging es dann schon darum, die Landung ein bisschen gezielter zu realisieren, also auch wirklich dort zu landen, wo man landen wollte. Das war dann in der Nähe von einem Lander, der vorher schon auf den Mond geschickt wurde, Surveyor 3. Und die Aufenthaltszeit auf dem Mond außerhalb der Kapsel waren beim zweiten Aufenthalt schon 7 Stunden 45 Minuten. Das heißt, es war schon Zeit, ein bisschen Wissenschaft zu machen, Bodenproben weiter zu sammeln. Apollo 13 musste dann bekanntlich abgebrochen werden, weil ein Sauerstofftank explodiert war. Apollo 14 war dann wieder erfolgreich, war nochmal eine H-Mission mit einem längeren Aufenthalt. Apollo 15 sollte ursprünglich auch nochmal eine H-Mission sein, wurde dann umdefiniert zu einer sogenannten J-Mission. Das heißt, da war dann der Aufenthalt auf dem Mond schon länger, das war dann ein Aufenthalt von 3 Tagen. Da brachten dann die Astronauten erstmalig ihr Mondauto mit, konnten dann schon weitere Strecken zurücklegen. Und Apollo 16, Apollo 17 waren dann ähnliche Missionen, in denen wo die Landeplätze an anderen Stellen verortet waren, aber wo nach wie vor das
Mondauto, neue Version des Mondautos zum Einsatz kam. Apollo 17 war dann die letzte bemannte Mondmission und zum Abschied sind folgende Worte von Gene Cernan überliefert, der zum Abschied sagte: Wir verlassen jetzt Taurus Litschow, wie wir einst gekommen sind, und wenn Gott es will, werden wir zurückkehren in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Damals hat wohl keiner vermutet, dass es so lange dauern würde, bis Menschen wieder den erdnahen Orbit verlassen oder überschreiten würden, dass es Jahrzehnte dauern würde, in denen keine Mondmissionen geplant waren, dass also die Rückkehr so lange auf sich warten lassen würde. Tatsächlich, natürlich war der Wettlauf zum Mond zu diesem Zeitpunkt entschieden. Die Frage war, sind die Kosten gerechtfertigt für bemannte Mondmissionen, die ja auch ein großes Risiko mit sich gebracht haben. Dass man nach Apollo 17 aufhört, war insofern zu diesem Zeitpunkt soweit klar. Menschen im Weltraum waren in den Folgejahren in den Raumstationen aktiv. Die erste erfolgreiche Raumstation war das Skylab der NASA, das von 1973 bis 1979 betrieben wurde. Das war eine Raumstation, die ja, ausschließlich von Amerikanern betrieben wurde und auf der sehr wichtige Experimente gemacht wurden. Erste Sonnenbeobachtungen außerhalb der Atmosphäre wurden zum Beispiel durchgeführt, Erdbeobachtungen, aber auch biologische Experimente, Materialexperimente. Insofern war Skylab da schon ein sehr wichtiger Anfangspunkt. Dann die russische Raumstation Mir von 1986 bis 2001. Da gab es dann schon internationale Kooperationen. Auch Europäer waren auf der Mir anwesend. Dann seit 1998 die ISS, die internationale Raumstation, die seit 2000 dauerhaft bewohnt ist, wie Sie alle wissen, momentan unter der Führung von Alexander Gerst, der Mitte des Jahres im Juni dort hinaufgeflogen ist und jetzt im Dezember wiederkommen wird. Insbesondere die internationale Raumstation ist nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen wichtig, sondern hat auch eine ganz, ganz starke symbolische Wirkung als geopolitisches internationales Projekt, was im Raum in der Lage ist, nationale Grenzen zu überschreiten und eine internationale Kooperation im Raum zu ermöglichen. Also insofern sind diese Raumstationen durchaus wichtige Projekte, auch wenn bei der ISS schon klar ist, dass sie nur noch wenige Jahre weiter betrieben wird. Um dorthin zu kommen, war in den ersten Jahren nach den Apollo-Missionen das Space Shuttle die wichtigste Raumfähre. Die USA hatte damals vollkommen auf das Space Shuttle gesetzt, als sozusagen Allround-Raumfähre, hatte einige Vorteile. Das erste ist, dass das Space Shuttle wieder verwendbar ist. Das heißt, es konnte landen und konnte dann wieder in Einsatz gebracht werden. Allerdings hatte man sich das bei der Entwicklung ein bisschen besser vorgestellt, ein bisschen optimistischer angedacht, als es dann letztendlich war. Denn tatsächlich hatte man den Aufwand unterschätzt, den man investieren musste, um das Space Shuttle nach einem Einsatz wieder flugfähig zu machen. Also insofern, am Anfang hatte man sich das so ein bisschen wie in so einem James-Bond-Film vorgestellt, dass die Space Shuttle in einem sehr regelmäßigen Einsatz sein würden. Ganz so einfach war es dann doch nicht. Aber immerhin hier diese, oh, ich bin ein bisschen überfordert mit den vielen Bildern hier. Also hier das Space Shuttle, wie gesagt, konnte landen und konnte dann wieder in den Einsatz gebracht worden. Dadurch, dass die USA sich sehr stark auf die Space Shuttle konzentrierte, wie gesagt, die Wiederverwendbarkeit war ein wichtiger Punkt. Zum Zweiten Schwerlasttransporter, es konnten große Lasten mit dem Space Shuttle transportiert werden. Und zum Dritten die Möglichkeit, Menschen zu transportieren, also eine bemannte Raumfähre. Diese Vorteile in Kombination waren für die USA ein Grund, wirklich sich sehr stark auf das Space Shuttle zu konzentrieren und andere Raketenlösungen erstmal ein bisschen aus dem Blick zu lassen. Space Shuttle hat auch tatsächlich große Erfolge vorzuweisen. Nicht nur, dass mit dem Space Shuttle die ISS gebaut wurde und damit
die Transporte der Astronauten sehr lange bewerkstelligt wurden. Die Space Shuttle haben auch für die Astrophysik, und das ist natürlich das Thema, was mich auch sehr interessiert, einen sehr großen Dienst geleistet, indem sie die Great Observatories, die Teleskope des Great Observatory Programms in den Orbit gebracht haben. Also das Hubble-Weltraumteleskop, das kennen Sie ja wahrscheinlich alle, weil es nach wie vor ja, mit die beeindruckendsten Bilder im optischen Wellenlängenbereich liefert. Dann das kommt ein Gamma Ray Observatory der NASA, Gammastrahlung, also sehr hochenergetische Strahlung. Dann das Chandra Röntgen Teleskop. Röntgenstrahlung kann man natürlich auch nur aus dem Orbit beobachten. Die kommt Gott sei Dank aus dem Weltraum durch die Atmosphäre nicht auf der Erde an. Und dann das Spitzer Weltraumteleskop, das allerdings dann schon nicht mehr mit dem Space Shuttle transportiert wurde, sondern schon mit einer Delta-2-Rakete. Also Space Shuttle hat sehr wichtige Erfolge vorzuweisen. Allerdings ist es uns vor allem auch durch seine spektakulären Unglücke in Erinnerung. Die Challenger-Katastrophe 1986 ist eine der schlimmsten Katastrophen der amerikanischen Weltraumindustrie. Die Rakete explodierte kurz nach dem Start, 73 Sekunden nach dem Start, wurde auseinandergerissen, alle Insassen wurden getötet, und angesichts dieses Ereignisses war die USA gezwungen, das gesamte Space Shuttle-Programm kritisch zu hinterfragen und ganz neu darüber nachzudenken, wie sie ihre Raumfahrtpolitik weiter gestalten konnte. Also es war klar, man konnte sich nicht nur auf das Space Shuttle verlassen. Es war auch die Frage, muss man wirklich ja, mit bemannten Raumfähren planen? Offenbar nicht. Wenn man Satelliten hochschießt, reicht es ja auch, wenn man eine unbemannte Rakete nutzt. Das Problem war aber, dass die unbemannten Raketen in den USA so ein bisschen aus dem Blick geraten waren, aufgrund dieser Konzentration auf das Space Shuttle. Als dann klar wurde, dass man in diese Richtung denken musste, hat man die entsprechenden Weltraumunternehmen wieder ihre alten Raketen sozusagen aus der Schublade geholt, die Produktion wieder angekurbelt. McDonnell Douglas mit der Delta-2-Rakete, Lockheed Martin mit der Titan-4-Rakete. Dann 1994 schrieb die US Air Force ein Programm aus, um die Weiterentwicklung oder um die Entwicklung neuer Trägerraketen zu finanzieren und zu unterstützen. Die großen etablierten Weltraumfirmen bewarben sich daraufhin. Den Zuschlag bekamen Lockheed Martin und McDonnell Douglas. Dann 1997 stieg dann Boeing noch dadurch mit ein, dass McDonnell Douglas gekauft wurde von Boeing. Also die etablierten Firmen waren dann dran, sich nach neuen Lösungen umzuschauen. Das Programm, neue Trägerraketen zu entwickeln und zu testen, startete allerdings erstmal ziemlich dramatisch. So in den Jahren 97, 98 gab es einige Explosionen, 6 Explosionen in 2 Jahren. Die alten Raketen waren einfach nicht mehr aktuell genug, es hatte keine Weiterentwicklung gegeben, es war klar, dass da irgendwas passieren muss. Dann wurden die Typen weiterentwickelt und schließlich stabilisierte sich das Ganze. Die Delta-3 und Delta-4-Rakete wurde entwickelt. Dann von Lockheed Martin gab es dann die Atlas-5-Rakete, und die waren dann in der Lage, sehr zuverlässig zu starten. Das Ganze hatte aber zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig viel Geld verschlungen. Und die Firmen, die großen Raumfahrtfirmen, waren in Geldsorgen, waren in Geldnot. Und da war dann diese Situation entstanden, die letztendlich den Startpunkt für die Disruption bieten würde später, dass diese Firmen ja, so wichtig waren für die amerikanische Regierung, für die NASA, dass die NASA sie subventionieren musste, eben weil sie keine Alternativen hatte. Aber durch diese Subventionen gleichzeitig Alternativunternehmen unterdrückt wurden, weil das ganze Geld in diese sehr großen, bekannten, etablierten Firmen gesteckt wurde. Und schließlich wurde die Situation noch dadurch verschärft, dass später 2006 dann auch noch diese beiden großen Firmen, also Boeing und Lockheed Martin, dann auch noch sich zusammentaten zu einer United
Launch Alliance, sodass dann letztendlich eine Art von Monopol, Situation entstand. Also das war das Problem in den USA. Etablierte große Firmen, die sehr, sehr große Freiheiten hatten, weil sie sich auf die Finanzierung von der Regierung verlassen konnten. Und gleichzeitig das Problem, dass die Regierung von diesen Firmen auch abhängig war. Dabei gab es aber durchaus auch andere Firmen, die sich dafür interessiert hätten, in den Raumfahrtmarkt, ins Raumfahrtbusiness einzusteigen. Und zwar gab es zum Beispiel Andy Beal, 1997. Andy Beal, auch ein erfolgreicher Geschäftsmann in den USA, ein ganz, ganz spannender Typ, der so eine Art Wunderkind war. Hobby-Mathematiker, obwohl er kein professioneller Mathematiker war, war er dadurch bekannt geworden, dass er tatsächlich mit professionellen Mathematikern mithalten konnte und Beweise entwickelt hatte, die von Experten hoch anerkannt wurden. Gleichzeitig war er ein unheimlich erfolgreicher Pokerspieler, der in Las Vegas die ganzen Profis abgezogen hat. Und dieser erfolgreiche Unternehmer, der in den 80er Jahren mit Immobiliengeschäften und in den 90er Jahren mit Bankgeschäften zu sehr viel Geld gekommen war, der hatte auch eine große Faszination für den Weltraum, für die Raumfahrt. Und 1997 hatte er die Idee, eine Raumfahrtfirma zu gründen, um Satelliten in den Orbit zu schießen. Und daraufhin heuerte er einige der führenden Ingenieure des Landes an und ließ sich von denen einen Raketenantrieb bauen, den er im Jahr 2000 auch erfolgreich testete in Texas auf einem Testgelände, das er selber extra angemietet hatte. Das Problem war, dass er sah, dass er gegen die Subventionspolitik der amerikanischen Regierung nicht wirklich ankommen konnte. Also technisch war das, was er innerhalb kürzester Zeit in seiner Firma erreicht hatte, sehr beeindruckend und sehr fundiert. Aber natürlich konnte er mit Firmen nicht mithalten, die das Geld von der amerikanischen Regierung einfach nur sozusagen blanko im Vorschuss bekommen haben. Und diese Situation, die bemängelte er zu dem Zeitpunkt schon sehr stark. Und kurz nach seinem vor seinem Test im Jahr 2000 ging er mit dieser Kritik auch sogar vor den Senat und forderte, dass die amerikanische Regierung ihre gesamte Finanzierungskultur umstellt. Also, dass sie Firmen nicht mehr dafür bezahlt, dass sie etwas entwickeln, ihnen nicht einfach das Geld gibt und sagt, macht mal, sondern den Firmen andersrum nur dann Geld gibt, wenn sie auch wirklich eine Leistung erbringen. Also dass man leistungsbasiert die Finanzierung bekommt und nicht als Vorschuss. Dann im Jahr 2000 wurde aber klar, dass sein Appell überhaupt gar keinen Erfolg gehabt hatte, denn die amerikanische Regierung und die NASA veröffentlichten die Space Launch Initiative, die wieder genauso funktionierte wie das, was Andy Beal kritisiert hatte, die also einfach Geld in dieser Subventionspolitik zur Verfügung stellte und damit kleine Firmen wie Beal Aerospace praktisch ausschloss. Und daraufhin war dann Andy Beal so frustriert, dass er sagte, okay, offenbar ist es auch nicht gewünscht, dass dieser Markt aufgebrochen wird, dass kostengünstigere Lösungen entwickelt werden. Wenn das so ist, dann ist meine Firma letztendlich sinnlos. Er hat seine Firma verkauft, hat das Testgelände verkauft und Beal Aerospace war damit Geschichte. Sein Testgelände in Texas erregte aber 2 Jahre später Interesse. Zunächst gab es da Anfragen von einem anonymen Interessenten, der sich dann herausstellte als Elon Musk. Elon Musk hat dann tatsächlich das Testgelände von Andy Beal übernommen und im Prinzip das Gleiche nochmal versucht, was Andy Beal auch schon gemacht hat, nur dann doch ein bisschen mit einer anderen Taktik als sein Vorgänger. Bei Elon Musk ist die Geschichte so, dass, ja, gut, Elon Musk, kennen Sie ja wahrscheinlich auch schon die Geschichte Südafrika aufgewachsen, auch immer sehr interessiert an Weltraumthemen, war dann
im Zuge der Entstehung oder des Siegeszuges des Internets mit einigen Internetfirmen zu sehr großem Wohlstand gekommen. Unter anderem mit PayPal hatte er das Bezahlsystem im Internet revolutioniert. Und die Geschichte ist so, dass er irgendwann, als in den Medien ein Asteroid thematisiert wurde, der auf Kurs auf die Erde zu war, dass er sich überlegt hat, tja, wenn uns tatsächlich ein Asteroid auf der Erde treffen sollte, was können wir denn machen als Menschheit, um uns sozusagen zu retten? Und da war seine Idee damals schon, naja, wir müssen zum Mars. Angeblich hat er dann auf den Internetseiten der NASA geguckt, was da geplant ist in Richtung Reise zum Mars und war vollkommen schockiert, dass er auf den Seiten der NASA überhaupt gar nichts dazu finden konnte. Also war nichts geplant, war noch nicht mal ein Thema, das irgendwie diskutiert wurde. Und es wurde ihm klar, dass in der Raumfahrt seit den Mondlandungen nicht viel passiert war. Und das war für ihn anscheinend eine sehr schockierende Einsicht, zusammen mit der Analyse, dass ihm auffiel, dass insgesamt die Begeisterung für die Raumfahrt zu dem Zeitpunkt, also in den frühen 2000ern, einfach gar nicht mehr so da war wie damals. Und seine Idee war, diese Begeisterung für die Raumfahrt wieder zu wecken. Seine erste Überlegung war, naja, vielleicht könnte er einfach eine Rakete kaufen und irgendwas Verrücktes auf den Mars schicken, sowas wie ein Gewächshaus oder so. Dann wurde aber relativ schnell klar, es ist gar nicht so einfach, sich eine Rakete zu kaufen. Entweder sehr teuer oder wenn man eine Rakete in anderen Ländern kauft, das ist auch so ein bisschen eine dubiose Geschichte. Also war dann die nächste Idee, gut, dann müssen wir sie halt selber bauen. Und so kam es dann, dass er SpaceX gründete, wiederum sehr gute Ingenieure anheuerte und dann innerhalb von einem Jahr, von 2002 bis 2003, die erste Rakete bauen ließ, die Falcon 1. Eine zweistufige Trägerrakete, die hatte er dann, aber dann hatte er das gleiche Problem wie Andy Beal einige Jahre vorher. Elon Musk wurde erstmal ignoriert. Die NASA interessierte sich nicht für ihn, die Regierung interessierte sich nicht für ihn. Und das Problem war, tja, was macht man als neu gegründete Weltraumfirma, um irgendwie in diese etablierten Kreise reinzukommen? Und seine Idee in der Musk'schen, ja, relativ mutigen und unkonventionellen Art war, seine Rakete, die Falcon 1, einfach auf einen Laster zu packen und nach Washington zu fahren. Da war gerade die 100-Jahr-Feier des ersten motorisierten Flugzeugfluges der Wright-Gebrüder. Das heißt, die Elite der Luft- und Raumfahrt war in Washington und sowieso war die gesamte Aufmerksamkeit auf diese Stadt gerichtet. Und dann kam er nach Washington mit seiner Rakete, sagte, ja, guck mal hier, das ist meine Rakete und ich bin hier mit SpaceX und wir haben große Pläne. Und im Dezember 2003, also zu diesem Jahrestag, in Washington hielt er dann auch eine kurze Rede und sagte, dass von SpaceX und von ihm jetzt tatsächlich zu erwarten sei, dass er die Kosten ganz drastisch senken könnte. Also, dass er Raketen bauen könnte, die sehr, sehr viel preiswerter sein würden als alles vorher. Und die Idee war, und da kommen wir zu diesem Buzzword, Disruption, Disruption. Erstmal Grundidee, alles, was geht, wiederverwenden. Denn in der Raumfahrt ist das natürlich ein Wahnsinnskostenfaktor, wenn man Raketen nur einmal benutzt und sie dann nochmal wieder neu bauen muss. Und die zweite Idee, einfach Kosten sparen, wo es geht. Also immer zu überlegen, was ist jetzt gerade in dem Moment die preisgünstigste Lösung, was gibt es für Alternativen, Dinge anders zu machen als die bisher traditionell umgesetzt wurden. So, dann war er dort gelandet und tatsächlich hatte er damit die erste Aufmerksamkeit der NASA, die er dann dadurch vertieft hat, dass er einen Report geschrieben hat, wo er nochmal aufgeschrieben hat, was kann SpaceX, was sind die Herausforderungen, was sind die Pläne. Und diesen Report hat er dann einfach an die NASA geschickt und hatte dann auch Glück. Er ist auf offene Ohren gestoßen und hatte dann ein paar Verbündete innerhalb der NASA, die das irgendwie ganz spannend fanden, dass der da so selbstbewusst so große Pläne hat und dann auch mit ihm in Dialog eingetreten sind, Informationen ausgetauscht haben. Da hatte er dann also sozusagen schon einen Fuß in der Tür und einen ersten Kontakt zur NASA. Dieser Kontakt wurde allerdings
relativ schnell erschüttert dadurch, dass 2004 Elon Musk davon erfuhr, dass die NASA einen Vertrag an einen Konkurrenten gegeben hatte, an ein anderes kommerzielles Unternehmen, Kistler Aerospace, ohne dass dieser Vertrag ausgeschrieben wurde. Und das hat Musk wahnsinnig aufgeregt, weil er den Verdacht hatte, dass da irgendwelche Mauscheleien am Gange waren. Der Chef von Kistler Aerospace war ein ganz großer Name aus dem Apollo-Programm, insofern war er da schon ein bisschen alarmiert und entschied sich dann, Klage einzureichen. Natürlich auch ein sehr ungewöhnlicher Schritt, dass man denjenigen, mit dem man zusammenarbeiten möchte, als erstes mal verklagt. Aber Elon Musk hat es durchgezogen und ist dann 2004 mit seinen Bedenken und seiner Kritik im Rahmen dieser Klage sogar auch vor den Senat gezogen und hat da ein langes Statement vorgelesen, obwohl er eigentlich nur dafür eingeladen war, einen Kommentar zu den Entwicklungen in der Weltraumindustrie zu geben. Hat er sich dann allgemein geäußert zu Strategien, die wichtig sein würden aus seiner Sicht, um die Zukunft der Raumfahrt in den USA zu sichern. Und dabei betonte er insbesondere drei Punkte. Das erste, das klang gerade schon an, dass Elon Musk, genau wie vorher auch schon Andy Beal, sehr stark betonte, dass es wichtig ist, dass Programme so ausgeschrieben werden, dass Erfolgsmeilensteine bezahlt werden. Also dass die Firmen nicht einfach Geld kriegen und dann damit machen können, was sie wollen, sondern dass sie das Geld nur kriegen, wenn sie wirklich das erreichen, wofür sie den Auftrag bekommen haben. Also diese Nutzung von Preisen. Dann war seine Forderung, dass die Regierung, die NASA, ganz, ganz stark auch darauf gucken sollten, wie die Kostenentwicklung von den Firmen gehandhabt wird. Also, dass man wirklich darauf schaut, dass man die preisgünstigste Lösung bekommt. Und dann die dritte Forderung von ihm, eine Fairness zu etablieren, wie Aufträge vergeben werden. Das ist natürlich verbunden mit seiner Kritik an dieser Vergabe des Geldes an den Konkurrenten Kistler ohne Ausschreibung. Also sowas war Musk der Meinung, sowas darf nicht passieren. Und tatsächlich hatte Musk mit seiner Klage Erfolg. Dieser Vertrag mit Kistler wurde zurückgezogen, das Ganze wurde ausgeschrieben und ja, erster Sieg für SpaceX. Damit war es aber nicht zu Ende. Elon Musk machte weiter Ärger. Und zwar war das Pentagon an SpaceX interessiert, hatte gehört, dass es dann eine neue, junge, verrückte Firma gibt mit interessanten Lösungen und hatte dann den Auftrag vergeben an eine andere Firma, an Northrop Grumman, SpaceX zu beobachten und Reportberichte ans Pentagon zu schicken. Was die dann auch taten, das Problem war nur, dass Northrop Grumman ebenfalls eine weltraumindustrielle Firma war, also in direkter Konkurrenz zu SpaceX. Und Elon Musk das natürlich gar nicht gefiel, dass Konkurrenten in seiner Firma waren und Zugang zu Informationen hatten, die sie unter Umständen nutzen konnten, um ihr eigenes Gewerbe voranzutreiben. Und das resultierte dann in wechselseitigen Klagen zwischen SpaceX und Northrop Grumman, weil SpaceX dann auch wiederum Mitarbeiter der Konkurrenzfirma angeworben hatte. Und ja, das wurde dann letztendlich beigelegt, aber das war noch ein anderer Rechtsstreit. Und dann gab es noch einen dritten Rechtsstreit 2005, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dass 2005 eine ganz große Fusion im amerikanischen Weltraumsektor anstand. Boeing und Lockheed Martin wurden zusammengefasst zur United Launch Alliance, was letztendlich dazu führte, dass auf dem Markt dieser rüstungsindustriellen Raketenstarts ein Monopol herrschte. Und auch da war Elon Musk der Meinung, das kann so nicht sein. Diese Firmen missbrauchen ihre Stellung und setzen das Pentagon unter Druck. Aber mit dieser Klage war Elon Musk nicht erfolgreich und tatsächlich
war für die folgenden, ja, grob 10 Jahre tatsächlich dieser Markt durch diese Monopolstellung sehr, sehr stark dominiert. Elon Musk war aber nicht der einzige Milliardär aus dem Silicon Valley, beziehungsweise aus dem Silicon Valley schon, aber nicht der einzige Milliardär, der mit Internetfirmen viel Geld verdient hatte, der ein großes Interesse an Raumfahrt entwickelte zu dieser Zeit. Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, ist ein anderer wichtiger Name in diesem Kontext. Sein Großvater kam schon aus der Weltraumforschung, der war in den 70er Jahren im Vela-Projekt involviert. Also insofern war auch Jeff Bezos das Interesse am Weltraum quasi mit in die Wiege gelegt. Und im Jahr 2000 gründete er eine Firma. Allerdings ist Jeff Bezos ziemlich ein gegenteiliger Typ im Vergleich zu Elon Musk. Einer, der sehr, sehr lange brauchte, bis er überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist und dessen Überzeugung immer war, er macht nur Announcements, also er geht nur an die Öffentlichkeit, wenn er auch wirklich was zu erzählen hat. Insofern bekam die Öffentlichkeit relativ lange gar nicht mit, dass Jeff Bezos auf einem Testgelände in Texas ein eigenes Raketenprogramm entwickelte. Auch Jeff Bezos kaufte sich entsprechend wichtige und sehr leistungsfähige Ingenieure ein kleines Team. Und 2005, also erst 5 Jahre nachdem er mit dem Ganzen angefangen hatte, entschied er sich, an die Öffentlichkeit zu gehen, marschierte in der Nähe seines Testgeländes zu einer kleinen Lokalzeitung, dem Van Horn Advokat, der wahrscheinlich mit dieser Story die einmalig beste Geschichte seiner gesamten Laufbahn hatte, vorher und nachher wahrscheinlich nie wieder so oft zitiert worden, lief also in diese Lokalredaktion und berichtete dem wohl recht erstaunten Redakteur von seinen Plänen mit seiner Weltraumfirma. Und das Ziel, das Jeff Bezos mit seiner Firma verfolgte, war, ähnlich wie bei Musk, ein wiederverwendbares Raumschiff zu entwickeln, dadurch Kosten zu sparen, das 3 oder mehr Menschen in den Weltraum bringt und vertikal landen kann. Langfristig wollte er damit eine dauerhafte Präsenz von Menschen im Weltraum ermöglichen und auch den Weltraumtourismus stärken. Also zu dem Zeitpunkt 2005 war er recht optimistisch und dachte, in 6 bis 7 Jahren müsste man das irgendwie hinkriegen mit suborbitalen Flügen, also einfach kurz einmal in den Weltraum und wieder zurück und das dann für Touristen. Diese Überlegung, dass man Raketen wieder vertikal landet, das gab es in der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt schon mal. Das war in dieser Delta Clipper Experimental Rocket, DCX. Da hatte man das schon. Wenn Sie hier hinschauen, sehen Sie, diese Rakete hat ein paar Beine. Also das heißt, das hatte man da schon hinbekommen. Und aus dem Team hatte er dann auch einige Ingenieure übernommen. So etwas Ähnliches schwebte ihm vor. Und der erste Testflug von Blue Origin, der fand 2005 statt mit einem etwas bizarr aussehenden Gerät mit Namen Charon. Im Wesentlichen nur abgehoben und wieder gelandet, aber immerhin gelandet. Und dieses Experiment verdeutlicht auch ganz schön die generelle Philosophie von Jeff Bezos, der anders als Musk immer versucht hat und nach wie vor versucht, mit kleinen Schritten stetig sein Ziel zu erreichen. Also ganz langsame, inkrementelle Verbesserungen des Ganzen, eins nach dem anderen, um somit zum Ziel zu kommen. Und insofern ist sein Wappentier, wenn man das so nennen will, auch die Schildkröte, angelehnt an die Geschichte von Achilles und der Schildkröte, mit der Überlegung, dass die Schildkröte, die ja eben langsam läuft, aber eben sehr stetig, dass die dann letztendlich den schnellen Achilles durchaus schlagen kann. So eine andere Geschichte, die ebenfalls in den gleichen Zeitraum fällt, die aber auch wichtig ist. Weitere Milliardäre in den USA, die ebenfalls das Ziel verfolgten, in den Weltraum vorzustoßen, in Verbindung mit dem Ansari X-Prize. Dieser Preis wurde 1996 ausgeschrieben von Peter Diamandis und Greg Marinek. Und da war die Überlegung, einen Preis auszuschreiben dafür, dass eine Firma Menschen erstmalig auf kommerziellem Wege in den Weltraum schickt. Also die Anforderung war,
dass das entsprechende Gefährt privat finanziert und privat gebaut sein sollte. Und diese Reise in den Weltraum, also auf eine Höhe höher als 100 Kilometer Höhe, sollte zweimal innerhalb von einer Woche passieren und das Raumschiff sollte wiederverwendet werden. Und die Durchführung des Ganzen sollte bis zum 1. Januar 2005 stattfinden. Es gab dann einige Teams, die entsprechend verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Raumfahrzeuge oder verschiedene Flugzeuge gebaut haben, um diesen Preis von 10 Millionen Dollar zu bekommen. Und letztendlich gewann dann ein Team um den bekannten Ingenieur Bert Rutan, der dafür bekannt war, dass er wahnsinniges Talent und Gespür, wahnsinnige Fähigkeiten in der Konstruktion von Flugzeugen und Raumtransportern hatte. Finanziert wurde das Ganze von Paul Allen, Mitgründer von Microsoft, wieder ein Internetmilliardär. Kurz vor Durchführung dieses Preisfluges, der 2004 stattfand, ist dann Richard Branson eingestiegen. Noch ein Milliardär, der die Virgin-Gruppe leitet. Also auch ein Milliardär, der wahrscheinlich so der am meisten der Abenteurertyp in dieser Gruppe von Milliardären ist, der selber Ballonflüge gemacht hat und alle möglichen verrückten Dinge versucht hat, um jeweils seine Firmen in die ja, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu bringen. Und Paul Allen, der Microsoft-Gründer, dem war es irgendwann nicht mehr so vollkommen wohl bei der Überlegung, dass er was finanziert, bei dem auch Menschen ums Leben kommen können. Das sind natürlich hochriskante Flüge. Und insofern war er dann ganz froh, dass er seine Beteiligung an Richard Branson übergeben konnte. Und der Preisflug, wie gesagt, der passierte dann schon unter dem Logo von Virgin Galactic. Also wieder jetzt die dritte genannte Firma von Milliardären, die die Raumfahrt auf disruptiven Wege revolutionieren wollten. Und die Idee von Richard Branson war es, mit einer Nachfolgeversion dieses Spaceship One Weltraumtourismus zu ermöglichen. Und dafür hat er auch sehr, sehr aktiv die Werbetrommel gerührt. Immer ein Tick zu optimistisch. Hat viele Tickets schon verkauft, aber der erste Flug lässt nach wie vor auf sich warten. Aber das ist eben sein Ziel, dass er für relativ wenig Geld sehr, sehr viele Menschen an den Rand des Weltraums bringen kann, dort dann ein paar Minuten der Schwerelosigkeit aussetzt und sie dann auch wieder zurückbringt. So, währenddessen versuchte SpaceX weiterhin mit den staatlichen Organisationen ins Geschäft zu kommen. Und 2004 war SpaceX dann auch tatsächlich erfolgreich. Die US Air Force wollte neue Lösungen zur Entwicklung neuer Trägerraketen finanzieren und gab dann SpaceX den Zuschlag, eine Anschubfinanzierung sozusagen, den ersten Start ihrer Falcon 1 Rakete zu realisieren. 8 Millionen Dollar. Nicht viel Geld, aber dadurch war dann schon mal klar, dass das Vertrauen in SpaceX existiert und dass jetzt SpaceX an der Reihe war, auch tatsächlich zu liefern, nicht nur große Töne zu spucken, sondern auch wirklich einen eigenen Raketenstart hinzulegen. So, Falcon 1, erster Startversuch, 24. März 2006. Die Rakete, ja, stürzt nach 59 Sekunden ab, explodiert. Funktioniert überhaupt gar nicht. Natürlich große Enttäuschung bei Elon Musk. Letztendlich war das ein Treibstoffleck, das den Start verhindert hatte. Aber natürlich schon mal kein guter Anfang, wenn die Rakete sozusagen direkt im Startvorgang explodiert. Kurz danach gab es dann aber doch noch eine gute Nachricht für SpaceX. Und zwar hatte in der Zwischenzeit die NASA einen gewissen Kulturwandel vollzogen und hatte entschieden, dass sie die Versorgung der Internationalen Raumstation ausschreiben wollte und durch kommerzielle Anbieter
und ja, übernehmen lassen wollte. Das heißt, öffentliche Ausschreibung für den Job, für die Dienstleistung, die ISS, die Internationale Raumstation, mit Material und Ausrüstung zu versorgen. Bei dieser Ausschreibung hatte sich auch SpaceX beworben und tatsächlich 2006 den Zuschlag bekommen. Natürlich wiederum sehr, sehr motivierend für SpaceX, diese Demonstration des Vertrauens der NASA, dass sie diesen Vertrag SpaceX zuerkennen. Allerdings muss man sagen, dass es an der Stelle auch nicht ganz so schwierig war, den Zuschlag zu kriegen, denn die großen etablierten Firmen hatten sich bei dieser Ausschreibung gar nicht erst beworben. Ich werde dazu gleich nochmal zurückkommen. So, gleichzeitig erhöhte das natürlich den Druck enorm für Elon Musk, die Falcon 1 erfolgreich zu starten. Zweiter Startversuch am 21. März 2007, erneuter Misserfolg. Allerdings kam die Rakete ein bisschen weiter, ist erst nach 289 Kilometern abgestürzt. Das Problem war aber, dass die zweite Raketenstufe angefangen hat zu vibrieren und dann entsprechend instabil wurde, nicht weiter fliegen konnte. So, dann der dritte Start. 3. August 2008, erneuter Misserfolg. Wieder ein bisschen später, also tatsächlich hat die Rakete zu dem Zeitpunkt auch den Weltraum erreicht, aber die erste und die zweite Stufe kollidierten und zerstörten dadurch die Rakete. Und zu dem Zeitpunkt war es dann schon so weit, dass die Situation für SpaceX so ein bisschen kritisch wurde. Das Geld wurde langsam knapp. Sie hatten ja die ganze Zeit auch ein Stück weit damit geprahlt, dass sie nicht so viel Geld im Voraus kriegen wollten und das alles sehr preisgünstig machen. Aber nach drei missglückten Starts war es dann schon eine Situation, wo Elon Musk zugab, dass ein vierter Misserfolg an der Stelle SpaceX in sehr dramatische finanzielle Probleme stürzen würde. Dann der vierte Start. Am 28. September 2008. Und der Start, bei dem lief dann wirklich alles so wie erhofft. Wahnsinnige Erleichterung. Man sieht richtig, wie die Anspannung abfällt. Das Unheil konnte an dem Tag nochmal von SpaceX abgewendet werden. So, ich hatte gerade kurz erwähnt, dieser Auftrag, die ISS mit Material zu versorgen, den SpaceX bekommen hatte, dass das gar nicht so schwierig war, weil sich die etablierten großen Luft- und Raumfahrtfirmen gar nicht erst beworben hatten. Und der Grund, der ist im Jahr 2004 zu sehen. Der Grund ist das Constellation-Programm. George W. Bush hatte sich 2004 zu seinen Weltraumplänen geäußert. 2003 war die Columbia-Katastrophe vom Space Shuttle passiert. Und insofern war als erstes klar, Space Shuttle als Programm funktioniert so nicht dauerhaft. Das muss ausgemustert werden. Sobald die ISS vervollständigt ist, also da keine Großtransporte mehr notwendig sind, wird das Space Shuttle-Programm beendet. Dann gab es von Bush noch eine weitergehende Vision. Und zwar war seine Vision, die bemannte Raumfahrt auszubauen, dafür ein neues Personentransportsystem zu entwickeln, um dann bis 2020 zum Mond zurückzukehren und den Mond als Startpunkt für weitere Missionen zu nutzen. Ausgedehnte menschliche Missionen dann frühestens ab 2015. Und das war das große Programm, für das sich die etablierten Firmen interessierten. Dieses Programm zur Versorgung der ISS, das war so im Rahmen von 500 Millionen Dollar. Bei dem Programm, es waren 10 Milliarden Dollar, also eine ganz andere Größenordnung. Und für dieses Programm, also für die Entwicklung von zwei neuen Raketen, der Ares One und Ares Five und von einem Transporterraumschiff, dem Orion Shuttle. Das war das, wofür sich die großen Firmen wie Boeing und Lockheed Martin interessierten. Dafür dann auch Bewerbungen einreichten, erfolgreich den Zuschlag bekamen.
Allerdings gab es da dann wieder die gleichen Probleme, die es auch schon vorher gab. Das Programm ging nicht so richtig voran. Also die Entwicklung dieser neuen Raketen, die stockte, es wurde alles immer teurer. Die Zeitpunkte wurden immer weiter in die Zukunft verschoben. Und als dann 2008 Obama gewählt wurde, musste er quasi, also war er gezwungen, das ganze Programm auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wie da der Status ist und was man damit macht, wie man mit diesen explodierenden Kosten umgeht. Und sein Fazit war dann ziemlich klar auf der Grundlage des Berichtes, das Constellation-Programm kann man so nicht weiterführen, wie es ist, man muss es canceln. Das gab in Washington dann natürlich einen riesigen Aufschrei, dass diese Visionen, wieder in den Weltraum vorzustoßen, einfach gestrichen werden sollten. Prominente wie Neil Armstrong setzten sich dafür ein, dass das Constellation-Programm doch weiterhin am Leben erhalten wird. Und letztendlich kam dann ein Kompromiss zustande in der Hinsicht, dass die kleinere Rakete für die Mondmission gestrichen wurde, aber die größere Schwerlasttransportrakete, die Ares-5, weiterentwickelt werden sollte. Gleichzeitig kam dann 2010 von Obama auch ein sehr klares Bekenntnis für die kommerzielle Raumfahrtindustrie. Also auch ganz klar die Vision, dass private Unternehmen viele der Aufgaben der NASA übernehmen sollten. So, währenddessen in Texas, Blue Origin, die Firma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, in Schildkrötenmanier war der weiter daran, sich vorwärts zu arbeiten in Richtung seiner eigenen Rakete. 2006 erster Flug von Goddard, ja, von der Goddard-Rakete, die man hier sieht, auch ein bisschen ein merkwürdiges Design, aber auch einfach wiederum nur ein Test. Flugzeug, ein Testkörper, um diese Landungsfähigkeit zu prüfen, also um zu gucken, wie es funktioniert, dass man Dinge startet und dann aber auch wieder landen kann. Und dann gab es die ersten Tests für seine erste Rakete, New Shepard, 2011, also das Antriebsmodul, wo auch die ersten Tests, der erste Test erfolgreich war, der zweite Test dann leider weniger, da musste das Ganze abgebrochen werden, die Rakete wurde zerstört, aber wie man hier sieht, Jeff Bezos arbeitete währenddessen, also während Elon Musk seine politischen Strategien entwickelte und auslebte, in Texas relativ heimlich an seinen eigenen Lösungen. Währenddessen SpaceX, nachdem die Falcon 1 dann mittlerweile schon fünfmal erfolgreich gestartet war, konnte sich SpaceX dann der größeren Rakete zuwenden, die dann auch dafür genutzt werden sollte, Versorgungsmissionen zur ISS zu schicken, die Falcon 9. Die konnte sofort beim ersten Mal erfolgreich gelauncht werden, am 4. Juni 2010, Bilderbuchstart, alles ganz wunderbar. Und 2012, noch ein wichtiges Datum, war es dann tatsächlich das erste Mal soweit, dass SpaceX den ersten Container, die erste Dragon-Kapsel erfolgreich zur ISS geschickt hatte. Also hier durchaus Erfolgsmeldung. 2013 traute sich dann das erste Mal Jeff Bezos wirklich aus der Deckung und ja, begann eine Art öffentliche Rivalität, öffentlichen Kampf mit SpaceX. Der Grund war, dass die NASA nach der Einstellung des Shuttle-Programms keine wirkliche Verwendung mehr hatte für ihren Startplatz im Kennedy Space Center, Launchpad 39A. Historisch sehr, sehr bedeutsam, weil von da die Mondmissionen gestartet waren und Elon Musk, für den war sofort klar, diesen Startplatz, den will er für SpaceX haben, für seine nächste große Rakete. Reichte dann entsprechend auch ein Angebot ein, diesen Startplatz zu leasen. Dann gab es aber ein Konkurrenzangebot und dieses Konkurrenzangebot, das kam tatsächlich von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, der noch keine eigene Rakete hatte, aber zu dem Anlass seine Pläne für eine eigene Rakete bekannt gab und sagte, dafür wollte er diesen Startplatz haben. Elon Musk war sehr, man kann wahrscheinlich sagen, fast beleidigt, dass sich
Jeff Bezos als Newcomer ohne wirkliche Rakete überhaupt traute, sein Angebot zu attackieren. Elon Musk gewann dann entsprechend auch das Verfahren. Jeff Bezos reichte eine Klage ein. Amerikaner klagen offenbar gerne. Versuchte dann noch die Vergabe, das Vergabekomitee zu überzeugen, dass wenn er diesen Startplatz bekommen würde, er ihn auch mit anderen teilen würde. Aber letztendlich war er nicht erfolgreich und dieser Startplatz, dieser historische Startplatz der Mondmission, der ging dann an Elon Musk. Das heißt, weiterer Erfolg für SpaceX. Elon Musk hatte schon ziemlich viel erreicht zu dem Zeitpunkt. Das, was ihm aber nach wie vor fehlte, war die Berechtigung, Missionen für das Pentagon, also für das Verteidigungsministerium, zu fliegen. Und um das zu erreichen, mittlerweile kennen wir die Strategie schon, entschied er sich dazu, eine weitere Klage einzureichen. Zu dem Zeitpunkt schon natürlich sehr, sehr riskant, weil er natürlich schon in sehr engen Geschäftsbeziehungen mit der Regierung stand. Aber als die US Air Force einen weiteren großen Auftrag an die United Launch Alliance vergab, also das war diese Monopolfirma aus Boeing und Lockheed Martin, sah er sich dazu gezwungen zu sagen, ja, nee, so geht das nicht. Wir von SpaceX, wir wollen auch die Chance bekommen, für diese Pentagon-Aufträge einzuspringen. Und letztendlich lief es auch da dann auf einen Kompromiss hinaus, dass das Pentagon sagte, ja, wir prüfen das, wir gucken, inwiefern SpaceX dafür geeignet ist. Und das Ganze war dann ein Prozess, der durch diese Klage in Gang gesetzt wurde. Und dann eine weitere Erfolgsmeldung für SpaceX. Die NASA entschied sich dafür, dass sie SpaceX und Boeing einen Vertrag gab, Menschen, also bemannte Raketen zur ISS zu schicken. Also nicht nur Materiallieferungen, sondern auch Astronauten zur ISS zu schicken. 2015 gab es dann eine ziemlich unerfreuliche Meldung für SpaceX. An Elon Musks 44. Geburtstag explodierte sehr spektakulär eine Falcon 9 Rakete und der Grund war erstmal nicht klar. Aber in dieser Situation war es natürlich ein sehr dramatisches Ereignis, weil er gerade versuchte, in diesen Rüstungsmarkt mit dem Pentagon einzusteigen und dann auch gerade den Auftrag bekommen hatte, die bemannte Raumfahrt ins Auge zu fassen. Und insofern war das zu dem Zeitpunkt durchaus ein Rückschlag, der dann auch einige Zeit in Anspruch nahm, überhaupt zu klären, warum war diese Rakete überhaupt explodiert. Diese Verzögerung, die nutzte dann Jeff Bezos, um seine erste Rakete zu entwickeln und seinen ersten erfolgreichen Start mit Landung durchzuführen. In Bezos-Manier kam die Veröffentlichung des Videos dann erst nach der Durchführung des Ganzen, also wieder ganz anders als Musk, bei dem immer alles live übertragen wurde. Hier wurde das dann entsprechend erst nachher veröffentlicht. Die Rakete fliegt also bis an den Rand des Weltalls und die Kapsel oben auf der Rakete wird abgesprengt, landet mit Fallschirm und die Rakete selber kehrt zurück. Die Triebwerke werden erneut gezündet. Das Ganze wird ausbalanciert, was natürlich nicht so einfach ist. Und sie landet. Hier sieht es noch ein bisschen wackelig aus, aber in der Tat funktioniert es. Sie steht. Und dieses Ereignis nutzte Jeff Bezos dazu, seinen allerersten Tweet zu verfassen. Wieder ganz anderer Charakter natürlich als Elon Musk. Aber das war für ihn historisch genug, sich dazu zu äußern. The rarest of beasts, a used rocket, controlled landing, not easy, but done right, can look easy. Check out video. Elon Musk regte sich natürlich unglaublich auf über diesen Tweet, weil er der Meinung war, naja,
eine wiederverwendete Rakete. SpaceX hatte das schon gemacht. Kontrollierte Landungen hatte es auch schon vorher gegeben. Und Elon Musk war auch deshalb sehr verärgert, weil er den Eindruck hatte, dass die Öffentlichkeit den Unterschied zwischen einem Flug wie von Bezos, der wirklich nur an den Rand des Weltalls geht, also ein suborbitaler Flug, und diesen orbitalen Flügen von SpaceX nicht versteht. Also wirklich in den Orbit zu kommen, ist dann nochmal erheblich schwieriger, weil man eine viel höhere Geschwindigkeit braucht, sehr viel stärkere Energie, und das war eben was, was Bezos noch nicht geschafft hatte. Musk zog dann kurze Zeit später nach. Also wirklich nur einen knappen Monat später mit seiner Falcon 9, die er ebenfalls vertikal landet. Und nochmal, diese Rakete ist halt tatsächlich eine, die in den Orbit vordringen kann, also sehr viel höher fliegt als die Rakete von Blue Origin. So, also großer Erfolg für SpaceX und ja, wie gesagt, also diese Wiederverwendbarkeit von Raketen ist natürlich ganz entscheidend für diesen Disruptionsaspekt von SpaceX und auch von Blue Origin. Dann, da bin ich jetzt zu weit gesprungen. Ja. So, 2017, da sind wir jetzt schon fast in der Jetztzeit angekommen, da erinnern sich wahrscheinlich noch alle dran. Das war so ein bisschen ein bizarrer Auftritt von Elon Musk, wo er auf einer großen Aerospace-Konferenz in Mexiko seine Vision für die für die Raumfahrt vorgestellt hat und insbesondere seine Vision für eine Marskolonie offengelegt hat. Und seine Idee ist, eine riesengroße Rakete zu bauen, Big Fucking Rockets, wie er sie nennt, die 100 Menschen oder sogar noch mehr Menschen transportieren kann, zum Mars fliegen kann, um dort eine Marskolonie zu errichten. Und seine Vorstellung ist, dass das schon Mitte der 20er Jahre starten könnte und dass man dann wirklich so ein, ja, wie so eine regelmäßige Versorgungsroute einrichten kann, die alle 26 Monate zwischen der Erde und dem Mars hin und her fliegt. Das war dann schon sehr abgefahren, nicht so völlig im Detail durchdacht. Hat ihm viel Kritik eingebracht, aber abgesehen von diesen Science-Fiction-Elementen hatte er dann kurze Zeit später, Anfang dieses Jahres, noch einen weiteren Joker zu liefern. Und zwar die Landung seiner nächstgrößeren Rakete, der Falcon Heavy, deren Erststufe, die Erststufe der Falcon 9-Rakete ist mit zwei Zusatzboostern und wo das Ziel ist, diese drei, also die beiden Booster und die Erststufe, alle drei tatsächlich wieder zu landen, sodass man sie wieder verwenden kann. Und da oben sehen wir jetzt schon, das sind die beiden Booster, die synchron landen und das sieht ja einfach, also ich kann mir das immer wieder angucken, ich bin immer wieder beeindruckt. Da sieht man schon, dass SpaceX da wirklich einiges dazugelernt hat und dass der Plan tatsächlich aufgeht. Die Erststufe selbst, die auch hätte landen sollen, die verfehlte bei dem Test leider ihr Ziel um 100 Kilometer, glaube ich. Da war zu wenig Treibstoff vorhanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hätte sie landen sollen, ist sie nicht gelandet, aber da war dann auch relativ schnell klar, woran es lag. Also das ist das, was bei SpaceX jetzt gerade passiert. Jetzt im kommenden Jahr stehen dann die ersten bemannten Flüge an. Das ist jetzt das nächste, was da passiert. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Und hier bei der Falcon Heavy, wir hatten im Einführungsfilm den Tesla, das Auto gesehen. Das war dieser Start, wo Elon Musk tatsächlich sein Auto in den Orbit geschossen hat, was ihm auch viel Kritik eingebracht hat, aber einfach auch um zu zeigen, was für Lasten diese Rakete transportieren kann. So, und die Space-Milliardäre, die wir gesehen haben, die ja ihr Geld größtenteils mit Hilfe von Internetfirmen gemacht hatten, die hatten ja alle so die Vision, dass sie in der Raumfahrt was Ähnliches anregen wollten wie im Internet.
Also, dass ganz viele Firmen mit verschiedenen Ideen an Deck kommen und ganz viele Konzepte ausprobieren, dass einfach ein ganz florierender Markt entstehen soll. Und so ein bisschen kann man jetzt schon erahnen, dass vielleicht in der Richtung das auch realisiert werden könnte. Das ist einfach nur eine Zusammenstellung von ein paar Projekten, die jetzt gerade angedacht sind, die in den nächsten Jahren gestartet werden sollen. Also da gibt es Ideen, dass man Mega-Constellations von Satelliten in den Orbit schickt. Also Tausende von Satelliten, die letztendlich dafür sorgen sollen, dass man auf der ganzen Welt wirklich an jedem Ort Internetempfang hat. Wird auch sehr kontrovers diskutiert, gibt große Kritik, weil es natürlich den Orbit extrem zumüllt. Und dann die Frage ist, was macht man damit, wenn viele dieser Satelliten nicht zuverlässig sind und dann letztendlich Weltraumschrott darstellen und zu einer großen Gefahr werden. So, aber das ist ein Plan oder ein Projekt, was jetzt gerade in der Realisierung steckt. Dann vorhin Spaceship One, Sie erinnern sich, das war dieses Flugzeug, was den X-Prize gewonnen hatte. Der Microsoft-Gründer Paul Allen, der war dann dort zwar ausgestiegen, aber seine Faszination für Weltraumthemen blieb weiterhin bestehen und er machte sich daran, ein eigenes Flugzeug zu bauen, Stratolaunch. Das größte Flugzeug der Erde mit sechs Boeing 747-Triebwerken, das so eine Leistung erbringen soll, dass es Raketen in den Orbit transportieren kann, Satelliten aussetzen kann, also sozusagen ein Flugzeug für den Erdorbit darstellen soll. Geflogen ist es noch nicht. Allen ist leider vor kurzem gestorben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Projekt. Naja, und dann ein Projekt oder mehrere Projekte, die insbesondere auch unsere Fantasie anregen, das sind die Space Hotels, die jetzt gerade überall geplant werden. Das spektakulärste ist von Axiom Space, Design von Philip Stark, das ist hier dieses unten links, der sich schon sehr genau überlegt hat, wie man die Inneneinrichtungen so designen könnte, dass der Aufenthalt in diesem Weltraumhotel ein Maximum an Erlebnisqualität liefern kann, also mit ganz besonderer Beleuchtung und tollen Cocktails aus extra entwickelten Gläsern und so weiter. Das sind alles Projekte, die jetzt in den, also 2021, 2022 gestartet werden sollen. Braucht man natürlich doch auch noch recht viel Geld, um dort hochzufliegen. So pro Nacht knapp 1 Million ist bisher geplant, aber mindestens drei Projekte sind, wie gesagt, schon in Planung. Hier Bigelow Aerospace zum Beispiel plant aufblasbare Kabinen, die man dann auch an die ISS andocken kann. Also da passiert tatsächlich einiges. Und dann kommen wir jetzt wieder zum Anfang des Vortrags zurück, gibt es jetzt auch wieder sehr konkrete Planungen, zurück zum Mond zu fliegen. Und zwar aus allen möglichen Richtungen. SpaceX redet darüber, dass der Mond ein erstes Ziel sein könnte und sein sollte als eine Basis, um von dort Reisen in den tieferen Weltraum in Angriff zu nehmen, nennt das Moonbase Alpha. Auch Jeff Bezos redet darüber, über Blue Moon, schon ab 2024. Die NASA plant eine Raumstation im cislunaren Raum, also im Raum innerhalb des Mondorbits. Lunar Gateway heißt das, soll ein internationales Programm sein. Die Russen haben sich jetzt auch schon dazu bekannt, damit zu machen. Die ESA spricht vom Moon Village. Das ist etwas, was Jan Wörner immer wieder beschreibt und stark macht, einfach um diese geopolitische Dimension der ISS weiterführen zu können, wenn die ISS nicht weiter betrieben wird. Also verschiedene Nationen zusammenkommen zu lassen an einem Ort jenseits der Erde, also einem neutralen Ort, um über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Und China hat auch ein Mondprogramm, das jetzt, glaube ich, in ein paar Tagen das fünfte Mal startet, um die erdabgewandte Mondseite zu erforschen. Also da passiert tatsächlich einiges. Und um das kurz zusammenzufassen, ja, der Anfang waren die Apollo-Missionen. Und diese Unzufriedenheit, die, glaube ich, viele Menschen, die das damals miterlebt haben, verspürt haben, dass da so lange nichts passiert ist. Also wir waren auf dem Mond, wir haben gezeigt, dass wir Unglaubliches verbringen können, aber dann ist lange Zeit einfach relativ wenig passiert.
Die großen Hoffnungen, die damals geweckt wurden, konnten lange nicht eingelöst werden. Und in diese Situation der Unzufriedenheit ist eine ganze Gruppe von Milliardären in den USA hineingestoßen, wie Elon Musk und Jeff Bezos, um den Weltraumsektor durch Privatisierung und disruptive Methoden vollkommen umzukrempeln und die Kosten zu senken. Und heute befinden wir uns in einer Phase, wo man sagen kann, die Weltraumbegeisterung ist tatsächlich wieder aufgeflammt. Also in der Hinsicht war Elon Musk tatsächlich erfolgreich und hat seine Pläne jetzt schon eingelöst. Und die kühnen Raumfahrtvisionen, die lange Zeit irgendwie so ein bisschen ein Schattendasein gepflegt haben, die kommen jetzt wieder, blühen wieder auf und nicht nur in Amerika. Ich habe mich ja jetzt vor allem in meinem Vortrag auf Amerika konzentriert. Aber da passiert auch ganz viel in Russland, China, Japan, Indien und nicht zuletzt in Europa. Also die ESA, die ist da auch sehr aktiv, hat da sehr viele Ideen. Und insofern, ja, wie ich gerade schon auf der vorherigen Folie gezeigt habe, ich denke, wir werden da in den nächsten Jahren hoffentlich, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch sehr viele spannende Projekte erleben. Und insofern möchte ich Ihnen jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit danken und dann freue ich mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank.